Leser, wir sind heute im Tierheim in Schessinghausen und haben eine super Nachricht für euch. Der Bentley wird Mitte Juni operiert. Die Spenden sind hier eingegangen, also so viel Geld zusammengekommen. Das Tierheim wollte sich nochmal bedanken und wir halten euch im Fall Bentley natürlich auf dem Laufenden. Vielen Dank dafür nochmal. Wir sind heute im Tierheim in Schessinghausen, wie gesagt, und stellen euch heute die Molly vor. Die Molly ist zwischen 2 und 3 Jahren und die wurde in Rehburg gefunden, ist eine Fundkatze. Und die Molly hat bereits eine Impfung hinter sich schon, ist aber noch nicht kastriert. Aber sie wird natürlich noch kastriert, das ist ja klar hier im Tierheim in Schessinghausen. Ja, Molly ist eine ganz liebe Katze, verträgt sich mit anderen Katzen so I.O., sage ich mal, kann also als Einzelkatze gehalten werden. Das würde aber nochmal 2 Wochen dauern, die müsste jetzt noch 2 Wochen im Tierheim sein und ab dann könnte man sie dann vermitteln, wenn sich der Besitzer bis dahin nicht gemeldet hat. Also wer sich für Molly interessiert, der kann hier gerne schon mal vorbeikommen, sich mit Molly ein bisschen anfreunden und wie ihr seht, das habe ich noch vergessen zu sagen, sie hat hier so ein ganz minimales Matschauge, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil hier ist der Tränennasenkanal chronisch verstopft und deswegen dreht das Auge ein bisschen, aber wie gesagt, schränkt sie nicht ein, kleiner Schönheitsfehler, alles gut. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr Molly kennenlernen wollt, hier im Tierheim in Schessinghausen. Bin ich denn ganz schick? Bist wie immer. Das ist eine Kamera und kein Zauberstab hier. Okay, alles klar. Warte, ich geh noch ein bisschen dichter ran. Ja, auch wieder mit dem hier, ne? Ja. Okay. Hallo, liebe Argeleser! Warte, jetzt musst du aber mitspielen, so. Ich muss gehen! Hallo, liebe Argeleser! Hier, den hier immer, ne? Den machst du immer. Den.